Gestern hat Fiat, oder besser gesagt dein Tochterunternehmen Abarth, ihren neuen Abarth 500e vorgestellt. Nein, eigentlich habe ich eher das hier gemeint. Schon besser. War ja irgendwie zu erwarten, dass Abarth den neuen Abarth 500 als vollelektrisches Fahrzeug an den Start bringen wird und nicht mehr als Verbrenner, dadurch, dass Fiat, die Muttergesellschaft, bereits denselben Weg mit dem Fiat 500 gegangen ist. Der Fiat 500e ist bereits seit Monaten das meistverkaufte Elektrofahrzeug Deutschlands, wurde teilweise vom Model Y unterbrochen, aber immer wieder ist er auf Platz 1. Ich fahre selber ein Fiat 500 Elektro und deswegen habe ich bei der Premiere des Abarth 500 Elektro gestern etwas genauer hingeschaut und das will ich euch heute berichten, unter anderem mit meiner Meinung am Ende des Videos. Deswegen schauen wir uns heute einfach mal den Abarth 500 Elektro, ich muss mich an den Namen noch gewöhnen, mal die ein bisschen genauer an, die technischen Daten und meine Meinung, wie gesagt, am Ende des Videos werde ich auch noch dazu abgeben. Bevor wir anfangen, noch eine kleine Anmerkung in eigener Sache. Ich habe aktuell auf meinem Kanal ein Gewinnspiel laufen und zwar, es werden 2 Porsche Taycan Adventskalender verlost. Dies hat mir Franzis freundlicherweise zur Verfügung gestellt. Die Teilnahmebedingungen findet ihr in meinem letzten Community-Post. So viel sei schon mal gesagt, wenn ihr kommentiert, nehmt ihr automatisch teil. Es gibt noch ein paar andere kleine Bedingungen, aber das ist so die Hauptbedingung. Ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere hier kommentieren würde und somit am Gewinnspiel teilnehmen würde. Wie gesagt, es kostet euch keinen Cent. Die genauen Teilnahmebedingungen findet ihr in meinem Community-Post. Und will ich sagen, genug in eigener Sache losgeworden. Viel Spaß mit dem Video. Ja, ab heute ist der Abarth 500 Elektro vorbestellbar. Bevor wir uns aber den technischen Daten widmen, die wahrscheinlich am interessantesten für die meisten sind. Wobei, beim Fiat 500e ist das Design ja eigentlich auch sehr interessant. Und genau damit fangen wir eigentlich auch an, wollte ich eigentlich sagen. Wir fangen mit dem Design an und dann nähern wir uns dem Inneren des Fahrzeugs, den technischen Daten. Ich meine, das mache ich in meinen Reviews, wenn ich mal Fahrzeuge reviewe, auch so. Im Vergleich zum Fiat 500 Elektro hat sich äußerlich vor allen Dingen die Front geändert. Hier finden wir jetzt zum einen einen Abarth-Schriftzug statt dem 500er Schriftzug, eine breitere Front sowie einen dynamischen Frontspoiler. Also vorne an der Front finden wir einen dynamisch geformten Spoiler, also so eine Art Spoiler-Lippe, kann man schon fast sagen, unten, die das Ganze nochmal sportlicher aussehen lässt. Des Weiteren, was mir aufgefallen ist, haben wir kein Halogenlicht, das heißt nur Voll-LED-Lichter. Der treue Abonnent weiß jetzt, mein Fiat 500 Elektro hat das auch, allerdings war das optional bzw. anfangs noch im La Prima enthalten. Und es gibt den Fiat 500 Elektro auch mit Halogenlicht. Das ist beim Abarth nicht so, den gibt es nur mit Voll-LED-Lichtern. Später, wenn wir zum Preis kommen, werdet ihr auch verstehen, wieso. Also schon gerechtfertigt. Ein kleiner Unterschied ist aber der, dass gerade die Augenbrauen, die ja auch bei jedem 500 Elektro, also von Fiat, voll elektrisch sind, das ist bei dem Abarth nicht der Fall, denn beim Abarth 500 Elektro haben wir dort einfach eine schwarze Augenbraue. Designtechnisch ergibt das Ganze nur Sinn, weil durch diese verschwundene, beleuchtete Augenbraue, zumindest in meinen Augen, sieht das Ganze deutlich sportlicher nochmal aus. Bewegen wir uns entlang der Außenseite des Fahrzeugs, ist auffällig, dass die Außenspiegel optisch angepasst wurden. Hier finden wir nun alu-optische Außenspiegel, genauso wie 18 Zoll Felgen. Außerdem findet man immer wieder den Skorpion vor an der Außenseite des Fahrzeugs, genauso wie den Abarth-Schriftzug. Wenn man genau hinsieht, ist sogar ein kleiner Blitz unter dem Skorpion, was den Abarth 500 Elektro von den anderen Abarth 500 der Vergangenheit abtrennt. Wenn wir uns das Heck anschauen, wird recht schnell deutlich, dass sich hier gar nicht so viel im Vergleich zum Fiat 500e getan hat. Denn das Einzige, was sich unten optisch getan hat, ist ein Diffusor, den wir jetzt nun am Heck vorfinden. Der ist allerdings auch nicht zu imposant und den Heckspoiler, den man beim 500 Abarth schon noch anpassen konnte, also justieren konnte, kann man beim 500 Abarth Elektro gar nicht verändern. Das heißt, wir finden dort den ganz normalen Spoiler des Fiat 500 Elektro vor, der in meinen Augen auch nicht schlecht aussieht. Allerdings hätte ich mir dort einen imposanteren Spoiler gewünscht. Ansonsten auch die Lichter, das ist genau dasselbe wie beim Fiat 500 Elektro. Wenn wir uns den Innenraum des Abarth 500 Elektro anschauen, dann hat sich eigentlich auf den ersten Blick im Vergleich vor allen Dingen zum Fiat 500 Elektro gar nicht so viel getan. Wenn man aber ins zweite Mal hinschaut, sollte man ein paar Unterschiede finden. Ich werde jetzt auf die großen Unterschiede einmal eingehen. Fangen wir an mit dem Lenkrad. Beim Lenkrad hat sich zum einen die Materialauswahl geändert. Wir haben hier Alcantara und Kunstleder. Genauso wie der Schriftzug 500, der verschwunden ist und durch einen Skorpion in der Mitte ersetzt wurde. Natürlich finden wir auf dem Lenkrad auch noch den Abarth-Schriftzug wieder, damit man auch daran erinnert wird, dass man ein Abarth fährt. Des Weiteren wurde generell oft auf die Kombination Alcantara und Kunstleder gesetzt. So ist zum Beispiel die Armlehne auch aus Kunstleder. Und das ganze Armaturenbrett
Der Teil, der beim Icon Fiat 500e noch lackiert ist, ist dort auch mit Alcantara bestückt. Die Sitze sind natürlich Sportsitze, ein Abarth-Fahrer wird sich nicht einen normalen Fiat 500e-Sitz reinsetzen und die Pedale sind natürlich nicht üblich aus Plastik oder Metall, sondern sie sind aus Edelstahl bezogen und das setzt nochmal einen sportlicheren Look hervor. Als Softwareinteressierter habe ich mir natürlich noch eine essentielle Frage gestellt und zwar, wie hat sich denn die Software verändert? Denn ihr müsstet vielleicht auch bemerkt haben, dass das Display dieselbe Größe hat. Also das Fahrerdisplay sowie das 10,25 Zoll Display ist gleich groß geblieben im Vergleich zum Fiat 500e. Auch die generelle Navigation durch das Infotainment-System ist gleich geblieben, aber es gibt ein paar optische Unterschiede. Klar, man findet jetzt einen Skorpion im Navigationsdisplay vor, also an der Seite. Und auch im Fahrerdisplay und auch die farblichen Nuancen sind anders gestaltet. Klar, dass das Ganze halt zum Fahrzeug passt, aber darauf wollte ich gar nicht hinaus. Und zwar ist es ja so, dass man beim Fiat 500e generelle Leistungsabnahmen tätigen kann. Bei den EV-Seiten, das ist ein bisschen blöd formuliert immer da, aber über Umwege findet man auch dieses Menü. Und dort kann man dann sehen, welche Leistung gerade verbraucht wird von Klima oder halt auch, ob rekuperiert wird. Ich habe euch die Anzeige schon mal ein paar Mal gezeigt. Das ist beim Abarth 500 Elektro anders, denn wir haben mehrere Anzeigen, wo wir genau tracken können, welche Systemleistung gerade abgefragt wird. Auch für die Fahrmodi interessant, auf die ich gleich eingehen werde. Dort kann man zum Beispiel auch gewisse Track-Einstellungen vornehmen und sich das anschauen. Ist eine nette Spielerei. Inwiefern das nützlich ist in der Praxis, werde ich natürlich für euch testen, weil ich möchte natürlich mit dem Fahrzeug mal fahren. Und ich habe es aber auch ein bisschen vorausgesetzt. Es war klar, dass es nicht ganz gleich sein wird wie beim Fiat 500 Elektro. Denn ein paar Zusatzfunktionen, vor allen Dingen in diesen sportlichen Fahrmodien, habe ich schon erwartet. Und die haben wir auch bekommen. Aber wie gesagt, inwiefern diese nützlich sind und wie ausgiebig diese sind, das werden wir ja noch testen. Wenn wir schon bei Fahrmodien sind, könnten wir eigentlich auch über die technischen Daten des Abarth 500 Elektro sprechen. Denn da hat sich etwas geändert. Ist logisch, dass der Abarth 500 Elektro etwas mehr Leistung zur Verfügung hat. Wir haben hier 113 kW Leistung, das sind 26 kW Leistung mehr als beim Fiat 500 Elektro, was für 155 PS sorgt. Klingt natürlich jetzt für die unerfahrenen 500 Elektrofahrer ganz cool. Allerdings für den Abarth-Kunden, der bisher ein 500 Abarth gefahren ist, etwas ernüchternd, denn dieser ging damals bis zu 190 PS hoch und ja, da ist natürlich das eine kleine Einbuße von satten 35 PS. Die merkt man allerdings auch und das Fahrzeug ist ja auch schwerer durch die Batterie. Wenn wir über die Batterie sprechen, dort finden wir 42 Kilowattstunden vor. Genau dieselbe Batteriegröße wie auch beim großen Fiat 500 Elektro Akku. Es gab ja noch den Action, aber den klammern wir allgemein mal aus, würde ich sagen. Also der Akku hat sich gar nicht verändert von der Größe und dementsprechend wird die Reichweite auch kleiner sein. Es gibt zwar schon erste WLTP-Werte, auf die setze ich wie gesagt nicht so viel. Wir können aber auf jeden Fall schon mal sicher sagen, dass die Reichweite nicht so groß sein wird wie beim herkömmlichen Fiat 500 Elektro. Dadurch, dass wir die gleich große Batterie haben, der Wagen nicht wirklich effizienter sein wird von der reinen Form her, wird sich da nicht viel ergeben und auch die Systemleistung ist natürlich deutlich höher als beim Fiat 500 Elektro, also beim herkömmlichen, der ja mit deutlich geringerer Systemleistung nochmal aufkommt. Und dementsprechend wird die Reichweite, ich schätze mal, knapp unter 200 Kilometer auf der Autobahn sein. Aber wie gesagt, das will ich auch alles noch testen. Jetzt habe ich gerade über die Autobahn gesprochen. Was macht man denn gerne mit seinem Abarth 500 oder was hat man früher mit seinem Abarth 500 gemacht? Was macht man jetzt mit seinem Abarth 500 Elektro? Richtig, man tritt mal gerne aufs Strompedal oder Gaspedal damals und da will man ein bisschen Leistung abrufen. Da muss ich euch leider sagen, fährt er gar nicht so schnell. 160 km/h Topspeed erreicht der Abarth 500 Elektro laut Herstellerangaben. Das sind 10 km/h mehr als der Fiat 500 Elektro. Ich könnte eigentlich nochmal extra ein Video dazu machen, was ich von diesen Höchstgeschwindigkeiten halte, weil mit 150 km/h kann man schon den einen oder anderen überholen. Allerdings darf man den Verbrauch nicht vergessen, den man dadurch hat. Und wie weit man mit diesen hohen Geschwindigkeiten kommt, möchte ich ehrlich gesagt gar nicht wissen. Wäre eigentlich auch mal eine gute Idee für ein Video, das mal zu testen. Aber ob 160 km/h einem Abarth würdig sind, muss halt jetzt jeder selber entscheiden. Ich möchte jetzt nicht zu wertend werden, weil ich ja wie gesagt am Ende noch meine Meinung einbringen möchte in das Video.
Aber ich glaube, das kann man schon mal notieren. Also 160 km/h schafft der Abarth. Das ist mit Sicherheit nicht das, was man früher mit Abarth-Fahrzeugen erreicht hat. Darum soll es aber laut Abarth gar nicht gehen, denn der Abarth 500 Elektro soll laut Abarth seinen Vorteil vor allen Dingen im Stadt- bzw. Landverkehr ausspielen können. Denn dort beschleunigt er in 7 Sekunden auf 100, von 0 auf 100 in 7 Sekunden. Das schafft mein Fiat 500 Elektro in ungefähr 9 Sekunden. Meistens steht die 8 davor, aber so ungefähr 9 Sekunden sind auch angegeben. Das sind ungefähr 2 Sekunden schneller. Und ich sage euch, das wird auch reichen, weil meiner Erfahrung nach habe ich bisher Verbrenner-Abarth, die auch wirklich ein kleines Rennen mit mir hatten, habe ich abgezogen an der Ampel. Allerdings, wie gesagt, die Höchstgeschwindigkeit auf der Autobahn wird dafür sorgen, dass du da keine Chance hast. Aber wie gesagt, darum soll es laut Abarth gar nicht gehen. Die wirkliche Fahrdynamik soll sich vor allen Dingen im städtischen Raum verbessert haben und im ländlichen Bereich. Vom Fiat 500 Elektro sind wir drei Fahrmodi gewohnt. Einmal der Range-Modus, der normale Modus und der Shepper-Modus. Ich fahre persönlich immer im Range-Modus, weil der Wagen dort maximal rekuperieren kann und somit recht effizient fährt. Im städtischen Verkehr bis 80 km/h kann man auch im Sherpa-Modus fahren. Den nutze ich allerdings nie. Der setzt dann auch wirklich sehr starke Effizienz. Da werden dann die ein oder anderen Funktionen auch ausgeschaltet vom Fahrzeug. Der Abarth 500 Elektro kommt auch mit drei Fahrmodi, die allerdings sich etwas unterscheiden von die des Fiat 500 Elektros. Wir haben einmal den Turismo-Modus, den Scorpion Street und den Scorpion Track Mode. Der Turismo-Modus schränkt die Systemleistung ein, das heißt, wir haben sanftere Beschleunigung, aber auch höhere Effizienz und dadurch auch eine größere Reichweite. Vor allen Dingen in der Stadt ist das wahrscheinlich sehr effektiv. Der Scorpion Street-Modus lässt sich wahrscheinlich mit dem Range-Modus des Fiat 500 Elektro gleichsetzen, weil der Wagen dort die volle Systemleistung hat, wie auch beim Range-Modus des Fiat 500 Elektro, aber auch noch voll rekuperiert. Also ich denke mal, für die meisten wird dieser Scorpion Street Mode der interessanteste sein, weil man dort voll rekuperieren kann, also auch Strom zurück in den Akku gewinnen kann. In meinen Augen ein Muss als Elektroautofahrer, weil so kann man sehr viel Energie zurückgewinnen im Endeffekt. Jetzt möchte ich noch zu den Preisen kommen, bevor ich meine eigene Meinung noch zu dem Fahrzeug abgebe. Die Preise sind natürlich recht hoch. Beim Fiat 500 Elektro waren diese bereits hoch. Da gab es schon viel Empören, aber was will man machen? Die Autos verkaufen sich halt. Und dementsprechend startet der Abarth 500 Elektro zu einem Startpreis von 43.000 Euro in der Coupé-Variante und in der Cabrio-Variante zu 46.000 Euro. Wir dürfen nicht vergessen, dass diese Variante eine besondere Variante darstellt, die streng limitiert ist. Aber diese ersten Abarth 500 Elektro werden wahrscheinlich etwas teurer sein und auch in speziellen Farben wie Acid Green oder Poison Blue, glaube ich, heißt die Farbe, kommen und dementsprechend recht teuer sein. Aber auch wenn diese Preise erstmal abgeschmolzen sind, durch die Förderung wird der Wagen dennoch etwas teurer sein als der normale Abarth 500 Verbrenner und für die meisten immer noch nicht erschwinglich sein. Wenn ich das gerade, jetzt kommen wir ein bisschen zu meiner eigenen Meinung, vergleiche mit einem Tesla Model 3 Standard Range Plus, oder mittlerweile gibt es das Standard Range Plus ja nicht, sondern wenn ich das mit dem Model 3 vergleiche zum Einstiegspreis, da kriege ich deutlich mehr Leistung, ein deutlich größeres Auto, in meinen Augen auch das deutlich interessantere Auto, was Software betrifft und so weiter. Ich bin ja Tesla-Liebhaber und Fiat-Liebhaber. Mehrere Videos findet ihr auf meinem Kanal. Ich möchte jetzt gar nicht zu lange auf die Thematik eingehen. Aber ich glaube, die meisten werden mir zustimmen, dass ein Tesla Model 3 Neuwerte, also von Tesla neu für 49.000 deutlich attraktiver ist als ein Abarth für 46.000 Euro. Ja, selbst wenn ich Abarth-Fan bin, ist das wahrscheinlich total abwegig, dann zum Abarth zu greifen. Und das Tesla Model 3, dürfen wir nicht vergessen, gibt es ja auch schon zuhauf gebraucht. Und auf dem Gebrauchtmarkt werdet ihr wahrscheinlich zum selben Preis wie zum Abarth 500e landen, abzüglich Förderung. Also, ja. Außerdem bin ich der Meinung, dass Fiat oder vor allen Dingen Abarth hier einiges an Potenzial verschenkt hat. Darauf werde ich jetzt etwas genauer eingehen. Fangen wir an mit dem Optischen. Da stört mich vor allen Dingen nicht die Front, die finde ich recht schick, also das ist recht gelungen, aber gerade das Heck. Also das Heck sieht ja eigentlich nahezu identisch aus zu dem vom Fiat 500 Elektro. Gerade wie gesagt, der Spoiler enttäuscht mich dort sehr. Man muss bei solchen Fahrzeugen immer wieder entscheiden, ist mir Effizienz wirklich so wichtig, dass ich dann das Fahrzeug nicht so sportlich wirken lasse wie die Verbrennervorgänger, oder gehe ich den mutigen Schritt und ändere das so ab, dass es vielleicht nicht so effizient ist wie ein Fiat 500 Elektro. Und hier hat sich Abarth leider für Letzteres entschieden. Mir hätte ein imposanterer Spoiler deutlich mehr gefallen. Okay, dieser Diffusor, das ist okay.
Und an die Seiten, die Seitenbacken gefallen mir auch recht okay, so möchte ich jetzt gar nicht sagen, aber gerade der Spoiler nervt mich dort deutlich. Das nächste wäre einmal die Batteriegröße. Ich weiß, es gibt dort rein räumliche Begrenzungen, das ist auch okay, aber man hätte dort vielleicht auf einen komplett neuen Akku setzen können. Das wäre zwar sehr teuer gewesen in der Entwicklung, aber 42 Kilowattstunden Batterie wird schon ziemlich knapp, finde ich, also gerade für Langstrecken. Ich weiß, der Fiat 500 Elektro wurde nicht für Langstrecken gebaut und so wird es der Abarth 500 Elektro auch nicht sein. Aber ich habe wenigstens die Möglichkeit, 200 Kilometer auf der Autobahn, gerade auch mal im Winter zu fahren, im Sommer vielleicht etwas mehr. Und selbst wenn ich das könnte, ist der klassische Abarth-Kunde durch die geringe Höchstgeschwindigkeit enttäuscht. Also 160 km/h Höchstgeschwindigkeit, das finde ich schon fast eine Beleidigung. Ich meine, ich bin kein Abarth-Fahrer gewesen vorher, ich möchte hier niemanden bevormunden auch. Aber wenn ich nur 10 km/h gewinne, Topspeed zum Fiat 500 Elektro, da muss ich mir schon Gedanken machen, was das Ganze soll. Also für mich, alles in allem, wirkt der 500 Abarth nicht ganz stimmig. Also er wirkt für mich eher wie ein Fiat 500 Elektro Performance, aber nicht wie ein 500 E-Abarth. Ja, das wollte ich auf jeden Fall nochmal festhalten, weil eigentlich die Abgrenzung früher deutlicher war. Also wenn man sich den normalen 500 anschaut, den Verbrenner und mit dem Abarth vergleicht, da gibt sich schon eine große Differenz, gerade auch am Spoiler-Heck und Performance müssen wir gar nicht drüber reden. Ja? Also ich habe ja einmal 190 PS Maximum beim Verbrenner im Vergleich zu dem, was hat denn der normale, nicht mal 100 PS. Das ist ein Riesenunterschied. Und da ist Fiat bzw. Abarth in meinen Augen ein bisschen den falschen Weg gegangen. Naja, ich möchte das Video jetzt auch nicht unnötig in die Länge strecken. Ich habe jetzt, glaube ich, genug meine Meinung hier hervorgebracht und das sind auch alle wichtigen Daten gewesen zum 500e Abarth. Ihr wollt übrigens nicht wissen, wie oft ich an diesem Namen gescheitert bin. Also der Name ist ja gar nicht so kompliziert, Abarth 500e. Aber ich bin immer Fiat 500 Elektro gewohnt und dann kommt das durcheinander. Man darf es auf jeden Fall nicht verwechseln, weil der Wagen heißt Abarth 500 Elektro, nicht Fiat 500 Elektro Abarth. So, und das war so eine kleine Schwierigkeit für mich. Und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Leider ist das, die Belichtung noch nicht so optimal. Im Hintergrund, wie ihr seht, bin ich umgezogen. Das ist so eine Kleinigkeit, die ich noch optimieren möchte. Meine Softboxen passen einfach nicht in dieses kleine Zimmer. Und da muss ich mir noch eine kleine Leuchte kaufen, damit ich besser behellt bin. Deswegen werdet ihr auch viele eingeblendete Sequenzen in diesen Videos hier sehen. Und dann bedanke ich mich fürs Zusehen. Lasst jetzt gerne noch ein Like und ein Abo da. Kommentiert, wie gesagt, gerne. Nehmt an dem Gewinnspiel teil. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Fahrt elektrisch. Bis dann, Leute. Ciao, ciao.